Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. So, Borderlands 3 ist mal wieder am Start. Heute zeige ich euch ein paar Gegner, wo ihr unendlich abfarmen könnt, ohne dass ihr ständig speichern und beenden machen müsst, ohne dass ihr irgendwelche Ladezeiten habt. So, der erste Gegner ist auf dem Planet Handsome Jackpot zu finden, auf der Map Die Presse. Ihr müsst hier durchlaufen, durch die Map, und da vorne hier ist ein Zwischenspeicherpunkt. Den müsst ihr unbedingt mitnehmen, wenn ihr den Gegner gern abfarmen möchtet. Und dann müsst ihr euch hier durchkämpfen und da runterfallen lassen. Es handelt sich hier um den Gegner, die Claptrap-Einheiten da hinten. Da kommen viele kleine und wenn wir die alle erledigt haben, dann kommt so ein großer. So, wir laufen jetzt hier kurz durch die Map durch, im Speed-Modus natürlich. So, jetzt sind wir auch schon da. Und da vorne ist so ein VIP-Bereich. Da kann man sich auch freikaufen, reinkaufen, wie auch immer. Und wenn man eh schon in der Nähe ist, kann man auch ruhig mal den Gegner hier mitnehmen. Der droppt auch ab und zu legendäres Zeug und bringt auch ein bisschen XP mit sich. So. Der gute Raketenwerfer natürlich im Start. Natürlich One-Shot-Kill. So, und da gibt's eine legendäre Heartbreaker. Na, ist auch nicht schlecht, ne? Aber die habe ich, glaube ich, schon im Besitz, scheißegal. Aber wie gesagt, wenn man da eh schon in der Nähe ist, dann kann man den Gegner ruhig mitnehmen, gell? Also ruhig, ja klar, ihr müsst ein bisschen Geld ausgeben für die Türe, aber mein Gott, scheiß drauf. So, da vorne müsst ihr euch runterfallen lassen. Ich weiß, die scheiß Claptrap-Einheiten da unten, die böse kleine Wichte da unten, ich weiß, die nerven. Die können einem ziemlich arg auf den Sack gehen. So, ihr müsst aber die ganze Gegner hier, besser gesagt die kleine Claptrap-Einheiten, müsst ihr alle dementsprechend töten, sodass der große Gegner kommt. So, und jetzt haben wir es gleich. Und jetzt kommt der große, die große böse Claptrap-Einheit, Menschenskinder. So, da ist er auch schon am Start. Natürlich packe ich jetzt hier den guten alten Raketenwerfer aus, den guten neuen Raketenwerfer und dann einfach volle Möhre drauf. Und dann ist er auch relativ schnell tot. So, und badaboom, tot ist er. Und der droppt auch dementsprechend ab und zu legendäres Zeug. Ich glaube, der droppt die Lucky 7 und die SMG Boomer. Hier hat er die Lucky 7 gedroppt. So, und um den Gegner ständig abfarmen zu können, müsst ihr da hinten reinlaufen. Durch den Schacht, durch den Containerschacht oder wie auch immer. Und müsst ungefähr hier vorlaufen. Ja, so ungefähr, ja, ja, mhm, ja, so. Da müsst ihr jetzt kurz 1, 2, 3 Sekunden stehen und dann einfach wieder reinlaufen. Und dann spawnet die ganze Claptraps wieder neu. Das heißt, die kleinen wie auch der große. Und das könnt ihr ständig die ganze Zeit am laufenden Band machen, bis ihr keinen Bock mehr habt. Es kommt auch ordentlich XP hier dabei rum, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ein paar legendäre Waffen springen natürlich auch dabei rum. So, der zweite Gegner befindet sich hier auch im neuen Handsome Jackpot DLC auf dem Planeten und auf der Map der VIP Tower. So, da muss man hier vorlaufen und hier vorne kommen ein paar Loader, die muss man dementsprechend töten. Und da hinten kommt Freddy, der Verräter. Ja. So. Und da rechts spawnt auch ab und zu ein Gegner, da ist er auch schon. Und der droppt auch ab und zu legendäres Zeug. Natürlich mit dem super geilen Raketenwerfer immer voll auf die Möhre drauf. Bei mir hat er jetzt in dem Fall nichts gedroppt, aber gut, scheiß drauf. Wie gesagt, wenn man da eh dran vorbeilaufen, dann kann man ruhig den Gegner auch ruhig mitnehmen. So, da vorne kommen jetzt Loader, die müsst ihr dann dementsprechend töten. Und dann erscheint Freddy, der Verräter. Und den könnt ihr auch unendlich abfarmen. So, da ist der letzte Loader am Start. Und voll auf die Möhre und peng. So, Freddy taucht auf. Der bringt natürlich seine Leibwächter mit. Aber das kann euch völlig egal sein. So, dahinter versteckt er sich, die kleine Nudelsau dahinter. Da versteckt er sich hinter dem Gebüsch und immer drauf auf die Möhre.
So, der droppt auch jede Menge legendäres Zeug und bringt auch ab und zu dementsprechend XP mit, ganz klar. So, und nun einfach ins Menü zurück und nun wieder zum VIP Tower reisen. Ihr reist quasi wieder zurück. Keine Sorge, eure legendäre Waffen, Gegenstände, wie auch immer, die bleiben natürlich selbstverständlich liegen. So. Und nun könnt ihr wieder vorlaufen und Freddy, der Verräter, der taucht natürlich immer wieder neu auf und das könnt ihr ständig die ganze Zeit machen. Ich werde auch ein Video irgendwo oben einblenden, dass ihr das ein bisschen nachverfolgen könnt. Ich habe vor kurzem ein Video darüber gemacht. Da kann man jede Menge, besonders im Mayhem-Modus 4, kann man jede Menge Legendaries hier abfarmen. Und ja, also der Spot ist relativ geil. So, da ist er wieder, der Freddy, der Verräter. Die Verrätersau hier. So, da stirbt er, droppt auch dementsprechend wieder legendäres Zeug. Und nun könnt ihr auch wieder speichern beenden. Besser gesagt, nee, nicht speichern beenden. Ins Menü zurück und dann wieder zum VIP Tower reisen. Ja, nicht speichern und beenden machen, sonst ist es vorbei, gell? Das dürft ihr natürlich mitmachen. So, jetzt kenne ich noch einen Gegner, wo das dementsprechend auch funktioniert. Und das ist die vergessene Bastille. Vergessene Basilika? Ah, ich habe keine Ahnung. Ihr wisst auf jeden Fall, um wen es sich handelt. Hier der Knuckle-Tracker-Typ da unten. Der, wo sich dreimal verwandelt. Das ist bestimmt ein naher Verwandter vom Knuckle-Tracker, ganz klar. So. Und nun hier runterrutschen und dann einfach voll auf die Möhre drauf. Ich habe hier natürlich auch den neuen legendären Raketenwerfer am Start. Und es geht sehr, sehr geil mit dem Raketenwerfer. Da muss man zwei, dreimal drauf schießen und der ist schon in seiner Immunphase quasi. Und die Immunphase, die hat der Gegner insgesamt dreimal. Da müsst ihr jetzt einfach ein bisschen abwarten und dann springt er ganz genau zwischen den zwei Türmen hier. Zwischen den zwei Säulen, da springt er rein und da muss man den dementsprechend auch töten. Oder besser gesagt voll draufknallen. Moment, jetzt hopst er und... Bumm, einfach drauf schießen. Jetzt nur ein kleiner Schuss. So, das war's. Und jetzt ist er schon wieder in seiner zweiten Immunphase. Jetzt muss man einfach ein bisschen abwarten. Jetzt kriegt er so dackelige Flügel und dann meint er kann fliegen, ganz klar. Wie gesagt, ein bisschen abwarten. Und wenn der in seiner Tötungsphase ist quasi, wenn er so rumschreit, so rumbrüllt und Waffen in die Luft schleudert und so weiter, dann müsst ihr ganz schnell in das Tor rein. Zeige ich euch gleich. Jetzt kommt er gleich auf einen dackelig zugesprungen. Wenn er seine Flügel hat. Da kommt er. Und immer drauf auf die Möhre. Der springt jetzt ganz klar. Jetzt freut er sich, dass er endlich Flügel bekommt und springt hin und her. Ganz klar. Wenn ihr auch Flügel bekommen würdet, so spontan, dann würdet ihr auch hin und her springen. So. Einfach immer drauf schießen. Natürlich, ich treffe nicht immer. Ich treffe alles Mögliche, bloß nicht den. Der Wüter heißt er, gell? Kein Knuckle-Tracker, der Wüter. So. Da oben noch ein, zwei Schuss und dann müsste er down sein. Wenn man natürlich besser trifft wie ich, dann geht es ein bisschen schneller. So. Jetzt ist er in seiner Tötungsphase gleich. Jetzt liegt er am Boden und peng. So. Und jetzt schnell ins Tor rein. Das ist ganz wichtig, gell? Und dann könnt ihr hier wieder, wenn ihr da drin seid, macht ihr das gleiche wie beim Freddy der Verräter. Ihr geht quasi ins Menü zurück und reist wieder zur vergessenen Basilika. So heißt sie, glaube ich, oder? Ja, vergessene Basilika. So, da reist ihr hin und dann könnt ihr den Knuckle-Tracker-Typ der Wüter da unten dementsprechend wieder neu töten. Nehmt natürlich Munition mit. Wenn ihr das auch, so wie ich, mit dem super geilen neuen Raketenwerfer ausprobiert. Das klappt super mega geil. Zack, und jetzt nochmal kurz drauf. Bumm. Ne, noch einmal. Komm. So. Und. Bang. So. Jetzt ist er wieder in seiner Immunphase und das könnt ihr ständig immer wieder und immer wieder machen. Es gibt auch dementsprechend viel XP. Ich glaube, im Mayhem-Modus 4 insgesamt 48.000 XP-Punkte. Also ist nicht ohne. Und dementsprechend nur ein bisschen legendäres Zeug, ganz klar. So, das waren jetzt die drei Gegner, wo ich es jetzt spontan für euch rausgesucht habe. Wenn ihr noch andere Gegner wisst, einfach mal unten in die Kommentare rein. Vielleicht kann man dementsprechend mal ein bisschen was zusammen sammeln und dann dementsprechend ein Video vielleicht drüber machen oder nicht. Jetzt je nachdem, was dabei rumkommt, gell? So,
In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, ganz klar. Euer KingLion83, wie immer, Like-Button penetrieren natürlich nicht vergessen, Glocke aktivieren und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne kostenlos natürlich, gell, ein Abo dalassen, gell, dass ihr nichts verpassen werdet in Zukunft, gell. Es kommt doch irgendwann dementsprechend noch viel, viel mehr, gell. Das ist jetzt nur die Spitze vom Eisberg, gell. So, haut rein, viel Spaß noch weiterhin hier in Borderlands 3. Beim Zocken. Bis dann. Ciao.